Hallo, ich bin Frau Meier und ich freue mich, dass du da bist. Du kennst vielleicht die Künstlerin Frida Kahlo. Wenn du Frida Kahlo kennst, dann weißt du auch, wie sie aussieht, denn sie ist für ihre Selbstporträts bekannt. Ein Selbstporträt ist ein Bild, das ein Künstler oder eine Künstlerin von sich selber malt. Frida Kahlo lebte von 1907 bis 1954 in Mexiko. Das ist in Südamerika. Sie ist mittlerweile die bekannteste Künstlerin Mexikos. Kein Wunder also, dass es viele Biografien über sie gibt und sie auch in vielen Filmen eine Rolle spielt. In Wirklichkeit sah Frida Kahlo übrigens so aus. Also eigentlich gar nicht so anders als auf ihren Bildern. Frida Kahlo hatte gar kein einfaches Leben. Schon als Kind erkrankte sie an der Kinderlähmung und hatte fortan ein verkürztes Bein. Und dann, als sie 18 Jahre alt war, geriet sie, als sie im Bus saß, in einen Unfall. Bei diesem Unfall wurde ihr Becken mit einer Stange durchbohrt. Von da an hatte sie häufig Schmerzen und musste ziemlich oft im Bett liegen. Da fing sie dann mit dem Malen an und so entstanden wunderschöne Bilder, die sich sehr oft mit ihren Schmerzen beschäftigen. Neben diesen Bildern sind vor allem Frida Kahlos Selbstbildnisse mit Tieren sehr bekannt. Die wurden schon damals sehr gerne gekauft. Hier siehst du das Bild Selbstbildnis mit Affen aus dem Jahr 1943. Schau dir das Bild mal genau an. Du kannst dazu auch gerne auf Pause drücken. Wir sehen, dass Frida Kahlo sich von der Brust aufwärts malt. Das nennt man auch ein Brustporträt. Ihr Kopf ist leicht nach rechts gedreht, der Blick ist aber nach vorne gerichtet. Um sie befinden sich mehrere Affen. Zwei sitzen auf ihr und zwei verstecken sich in den Blättern, die den Hintergrund bilden. Der Hintergrund ist hauptsächlich grün und braun, aber wir haben auch links neben ihrem Kopf einen orange-blauen Farbfleck. Frida Kahlo hatte viele ungewöhnliche Haustiere, die sich auf diesen Bildern finden. Sie hatte mehrere Affen und sogar ein Reh. Frida Kahlo wollte durch die Tiere ihren seelischen inneren Zustand ausdrücken. Und das machst du heute auch. Du wirst dich heute selbst malen im Stil von Frida Kahlos Selbstporträts mit Tier. Such dir dazu zunächst ein kleines Tier aus. Das muss gar nicht dein Lieblingstier sein. Nimm einfach ein Tier, das dir gut gefällt oder das deiner Meinung nach zu dir passt. Oder aber, so wie ich, nimm einfach ein Tier, das dir momentan oft im Kopf umgeht, das du oft siehst oder das dir gerade jetzt in diesem Moment einfällt. Oder du kannst natürlich auch dein Haustier nehmen. Wichtig ist nur, dass das Tier so klein ist, dass es mit dir im Bild Platz hat. Für dein Selbstbildnis benötigst du eine Unterlage. Außerdem brauchst du natürlich ein Blatt Papier. Dieses sollte nicht zu dünn sein. Nimm am besten Aquarellpapier. Außerdem brauchst du einen Bleistift, einen Radiergummi und natürlich Farben. Ich benutze Aquarellfarben, du kannst aber auch Wasserfarben verwenden oder auch Acryl- oder Ölfarben. Frida Kahlo hat ja mit Ölfarben gemalt. Dazu brauchst du natürlich noch Wasser und verschiedene Pinsel. Wir beginnen mit einer Vorzeichnung. Bei einem Porträt wie diesem ist es sehr wichtig, dass du nicht einfach mit dem Malen beginnst, sondern die wichtigsten Umrisse zuvor mit dem Bleistift zeichnest. Pass auf, dass du nicht zu fest aufdrückst und auch nicht zu viel und zu dick zeichnest, denn die Bleistiftvorzeichnung kannst du nachher ja nicht immer wegradieren. Du musst dabei auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Da du ja dich selbst zeichnest, kann es dir sehr helfen, wenn du dich zuvor fotografierst, in der Pose, die du auch auf dem Bild haben möchtest, oder indem du dir einen Spiegel zur Hand nimmst. Und dann kommt dir noch das Tier dazu. Ich nehme mal an, dass du das Tier wahrscheinlich nicht bei dir zu Hause hast. Deshalb kann es dir sehr helfen, wenn du dir im Internet ein Bild suchst von diesem Tier und noch besser ein Bild, auf dem eine andere Person dieses Tier bereits auf dem Arm hält oder wo auch immer du das Tier haben willst. Ich habe mich ja für einen Fuchs entschieden und habe dazu eigentlich ziemlich gute Bilder gefunden, auf denen Menschen einen Fuchs auf dem Arm halten. Diese habe ich dann als Referenz genommen und aus diesen Bildern und dem Foto, das ich von mir selbst gemacht habe, diese Zeichnung erstellt. Wenn du das alles nicht brauchst, kannst du natürlich auch aus dem Kopf zeichnen. Ich finde es so nur leichter und auch die Proportionen sind dann viel stimmiger. Wenn deine Vorzeichnung steht, kannst du mit dem Malen anfangen. Widme dich dabei zuerst dir und dem Tier. Da ihr beide im Vordergrund des Bildes seid, solltest du hier schon auf Details achten.
Ich habe mir beim Fuchs besondere Mühe gegeben, weil ich möchte, dass er im Fokus steht. Um die richtigen Farben zu erhalten, solltest du die Farben aus deinem Malkasten mischen. Am besten legst du dir ein Blatt zurecht, auf dem du die Farben ausprobieren kannst. Du kannst deine Farben auch dick oder dünn auftragen, je nachdem, wie stark die Farbe sein soll. Um deine Farbe zu verdünnen, musst du einfach nur viel Wasser benutzen. Und im Gegenteil, wenn du sie sehr kräftig haben möchtest, verwende nur wenig Wasser. Die verschiedenen Pinsel eignen sich natürlich für verschiedene Teile deines Bildes. Wenn du ganz genau deine Augen malen möchtest, brauchst du einen dünnen Pinsel. Aber für dein Oberteil oder deine Haare tut's wahrscheinlich ein Pinsel, der etwas dicker ist. Wenn du fertig mit deinem Vordergrund bist, machen wir uns an den Hintergrund. Frida Kahlo hat ja Blätter und auch noch Affen in den Hintergrund gemalt. Wir beschränken uns hierbei auf die Blätter. Versuch doch Blätter zu benutzen, die zu dem Tier passen, das du dir ausgesucht hast. Nimm zuerst einen Pinsel und male die Formen der Blätter vor. Wenn du damit fertig bist, kannst du sie in verschiedenen Farbabstufungen ausmalen. Ich habe mir verschiedene Grüntöne ausgewählt, das wird's bei dir vermutlich auch sein. Aber vielleicht spielt dein Bild ja im Herbst, dann kannst du auch Braun-, Gelb- und Rottöne für deine Blätter benutzen. Oder wer weiß, wenn du dir ein Fantasietier ausgesucht hast, können natürlich auch deine Blätter ganz ungewöhnliche Farben haben. Da wir jetzt nicht mehr den Vordergrund, sondern den Hintergrund malen, wollen wir das auch zeigen. Das können wir tun, indem wir weniger Details verwenden und weniger Kontraste zwischen den verschiedenen Farben benutzen. Wenn du mit dem Hintergrund fertig bist, nimm noch ein paar letzte Ausbesserungen vor und dann ist dein Selbstbildnis mit Tier auch schon fertig. Ich habe meins ja sehr genau gemalt, deshalb habe ich mehrere Stunden dafür gebraucht. Das musst du aber absolut nicht. Du kannst dein Bild auch weniger detailliert machen, dann ist es trotzdem genauso schön. Und das ist mein fertiges Selbstporträt mit Tier. Deins wird ganz anders aussehen, aber das ist gerade richtig so, denn wir wollen mit dem Bild ja unser Inneres ausdrücken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Malen und hoffe, ich sehe dich bald wieder. Bis bald!